wir machen heute, würdest du eher, der lieben Jasmin, hallo, beziehungsweise auf Twitch minus 11, kann dir nochmal die Frage stellen vom letzten Mal. Das ist, glaube ich, eine sehr einfach zu beantwortende Frage. Würdest du eher einen Partner haben, der extrem besessen von dir ist, oder einen Partner haben, der zu 0% eifersüchtig ist? Boah, 0% eifersüchtig. Oder das ist besessen. Das ist eine absolut wild einfache Antwort. Man gesagt, es kann ganz angenehm sein, wenn einer dir, weiß ich nicht, Kaffee morgens bringt und alles für dich macht. Aber du darfst ja auch nicht Schluss machen. Du darfst ja gar nichts mehr machen. Nee. Du bist so eingegrenzt. Ich hatte mal, meine erste Beziehung war so eine Beziehung, wo du nichts machen durftest. Wo ich nichts machen durfte. Ich durfte nicht feiern gehen. Ich durfte das nicht. Und ich hatte dann noch Verlustängste. Also habe ich das auch alles mit mir machen lassen. Und seitdem bin ich so... Das ist für mich Alarmstufe rot. Ja, ich hatte auch so einen Ex-Freund. Der darf halt quasi alles machen und du halt nicht, ne? Das war halt immer so ein bisschen problematisch. Ja. Ich bin aber trotzdem so ein Mensch, ich lasse mir halt gar nichts sagen. Auch schon früher nicht. Und es gab immer Stress. Ich würde grundsätzlich niemanden gerne haben, der von mir besessen ist. Das macht mir Angst. Deshalb eine meiner Freundin ist leider so. Das stört sehr viel in einer Beziehung. A, gehörst du keine Menschen? Das sollte absolut klar sein. In jedem Fall. Und B, ist es ganz, ganz schwierig, dich selber zu entfalten, weil ihr müsst euch überlegen, ihr habt halt nur dieses eine Leben. Ja. Und wenn ihr eine Person habt, die euch alles verbietet, ihr müsst euch ja auch frei entfalten können. Und ich finde, das ist, wie du es gesagt hast, der Partner sollte immer die guten Dinge aus dir rausbringen und dich nicht einengen und festhalten. Ja. Aber ich glaube, dass das Ding, das ist ein bisschen so wie Zuckerbrot und Peitsche, wenn Leute da reingeraten, viele kommen da nicht mehr raus. Du bist am Anfang so zugeknallt mit Liebe, dass du gar nicht mehr verstehst, was überhaupt abgeht. Dann fängt langsam dieser Abbau an. Du wirst dann fertig gemacht, du wirst gesagt, dass du irgendwie nicht, du bist es nicht wert, du machst das und das falsch, du machst grundsätzlich alles falsch. Und dann bist du in so einer Spirale, wo man sehr, sehr schwer rauskommt. Ja. Du bist halt in einer psychischen Abhängigkeit. Aber in dem Moment siehst du das halt einfach anders, weil die Person ist mal super nett und dann heult er. Er konnte sehr gut heulen. Gibt es doch diese TikToks teilweise, wo die Kerle erwischt wurden beim Betrügen und dann haben die geheult. Da gibt es so viele TikToks. Ich glaube, jeder hatte diesen einen Ex-Freund. Außerdem auch dieser Punkt, das sehe ich auch so oft auf TikTok, sie geht nur feiern, um andere Leute abzuschleppen. So, nein, ich gehe feiern, weil ich auch mal raus muss. Geht ihr feiern, um irgendjemanden abzuschleppen? Ich gehe eigentlich feiern, weil ich diese Stimmung oft mag. Also wenn richtig gute Musik läuft, aber es läuft in letzter Zeit eigentlich nur Scheißmusik jedes Mal, wenn ich feiern war. Du musst nach Berlin, wenn du Techno magst, musst du nach Berlin. Ja, ich weiß. Alright. Würdest du eher nie wieder sitzen können oder nie wieder stehen können? Oh, das ist eine schwere Frage. Also wenn du nie wieder sitzen kannst, ist Autofahren ausgeschlossen. Aber ich bin ein fauler Sack. Ich finde Stehen super anstrengend, aber man kann... Ich auch. Da würde ich halt im Sitzen duschen. Im Sitzen aufs Klo gehen. Ja. Wie willst du im Stehen auf Toilette gehen? Ganz eindeutig nie wieder stehen nehmen. Man kann, glaube ich, in fast allen Stellungen Sex haben. Sex ist wirklich nicht das Problem. Also entscheiden wir uns beide für Sitzen. Ja, wir haben das, glaube ich, gut ausdiskutiert. Würdest du eher nie wieder Sex haben oder nie wieder eine neue Fähigkeit lernen? So. Jetzt will ich das auch mal von euch sehen. Ich glaube, man kann hier nur beides falsch machen. Aber ich glaube, ich würde aufs Verzichten. Weil neue Fähigkeiten zu erlernen, ist das, was, finde ich, ein Leben ausmacht. Neue Sprachen, neue Dinge, neue Skills aufzubauen. Ja, das macht es doch schon. Irgendwie. Neue Hobbys. Alles gelernt, was ich brauche, Kappa. Mehr brauche ich nicht, aber das brauchst du noch, okay. Ja, man kann sich auch irgendwie anders nah sein. Die ganze Zeit nur dasselbe. Du hast keinen Horizont. Du lebst eigentlich quasi in deine eigenen Hülle. Du machst keine neuen Steps. Ja. Es ist, glaube ich, fürs Gehirn viel frustrierender, als wenn der Körper... Okay, eigentlich ist Sex auch gut fürs Gehirn. Für mich wäre es, glaube ich, einfacher, auf Sex zu verzichten. Obwohl, eigentlich lerne ich auch nichts Neues. Was lerne ich schon Neues? Aber gar nichts. Die jetzigen Fähigkeiten perfektionieren, quasi wie bei Sims. Ich bleib lieber dumm. Lieber dumm bleiben als ungefit. Okay, auch ein interessanter Ansatz. Ja, Telefonjoker. Bitte. Wenn ich Neues erlernen würde. Beruflich ist es ja auch eine komplette Katastrophe. Ja. Wenn du nichts, was in deinen Kopf geht, du hast wie so eine Blockade. Nichts Neues kommt rein. Was willst du damit? Was kannst du damit anfangen? Gar nichts. Wenn ich es jetzt richtig, richtig muss, dann wegen den Fähigkeiten, damit ich nicht dumm bleibe. Ja. Bleibe, du bist doch gar nicht dumm. Damit ich nicht dumm bleibe. Manchmal habe ich das Gefühl. Würdest du eher
immer mit Lügen davon komme oder immer wissen, wenn jemand lügt. Also ich bin der absoluten festen Überzeugung, Lügen kommen früher oder später sowieso raus. Ja, ja. Deswegen, ich würde, glaube ich, doch immer wissen, wenn mich jemand anlügt. Weil du kannst dich von den Leuten distanzieren und es liegt mehr in deiner Hand. Ja. Mit Lügen davon kommen liegt zwar auch mit in deiner Hand, also du musst ja nicht permanent lügen, aber ich glaube, das ist so wie ein bisschen Macht haben, wenn du dann merkst, du kommst mit vielen Dingen davon, fängst du an, das auszunutzen. Ja, das glaube ich auch. Und so jemand möchte ich nicht werden. Lieber wissen, wenn andere lügen. Alright. Würdest du eher jeden Satz mit nach meiner Berechtigung beginnen oder jeden Satz mit das war's, Punkt, beenden? Sind beides sehr schwer. Oh. Meine Berechnungen. Wer wird es heute in Frankfurt genau 7 Grad werden? Das war's. Punkt. Aber das war's. Punkt finde ich am besten. Ich wüsste auch nicht, was ich anfangen sollte mit nach meinen Berechnungen. Keine Ahnung. Wenn du zum Beispiel Akademiker bist, du bist zum Beispiel Matheprofessor oder so, dann kannst du, dann würde ich eher A nehmen. Das war's. Punkt ist aber auch, ich glaube, damit machst du dich nicht beliebt. Ja, ich glaube, ich würde auch lieber zweites nehmen. Da kannst du echt mehr funny Zeug machen. Ja. Würdest du eher alles zurücknehmen können, was du gesagt hast, oder alles hören können, was über dich gesagt wurde? Ich nehme eins. Ich auch. Ich bin sensibel, immer noch. Ich auch. Ich kann mich mit einer Person am Abend super heftig verstreiten, was sehr selten vorkommt tatsächlich. Ich bin super harmoniebedürftig. Ja. Ey, wir sind uns ultra ähnlich. Super ähnlich. Und dann kann ich aber am nächsten Morgen kann ich wieder sagen, ja, okay, war halt blöd. Es gibt halt Leute, die können das nicht. Und da bin ich meinem Gehirn sehr dankbar dafür, dass ich so Dinge vergessen kann. Ja. Würde ich jetzt aber wissen, was alle Leute über mich gesagt haben, das will ich gar nicht. Bei mir ist manchmal so, wenn ich irgendeinen Bullshit sage, liege ich dann im Bett und denke mir so, oh mein Gott, warum hast du das gesagt? Ja. Warum hast du nicht das andere gesagt? Deswegen würde ich lieber viele Dinge zurücknehmen können, die ich vielleicht aus Wut oder sonst irgendeinem Bullshit gesagt habe. Man ist ja manchmal einfach wütend und sagt dann Blödsinn und bereut es dann aber auch sehr schnell. Ja, das stimmt. Wir würden beide lieber zurücknehmen, was wir gesagt haben. Sollen sie reden, ist vollkommen in Ordnung. Ist so. Ich muss es nur nicht wissen. Okay, würdest du eher 100 Jahre in die Vergangenheit reisen oder 100 Jahre in die Zukunft? In die Zukunft würde ich gerne. Der Punkt ist an der Zukunft, stell dir vor, du reist 100 Jahre im Voraus und dann gibt es da nichts mehr. Das heißt, aber du würdest ja auch automatisch dann sterben. Dann habe ich halt Pech, aber so weiß ich halt, ich wäre gerade so in der Kriegszeit drin. Kurz vorm Zweiten Weltkrieg. 1923 wäre schon schwierig, definitiv. Ja. Und dann bist du, vielleicht wanderst du in die USA um und dann bist du halt voll in diesem Kalten Krieg. Ja. Diese Atomsachen. Die Angst, die Bunker. Aber du weißt, es wird ja eh nicht dazu kommen. Obwohl, wenn du vielleicht irgendetwas veränderst. Ja, kann es dazu kommen. Aber hast du so viel ein... Also, kann man da so viel machen? Ich weiß nicht. Ich würde, glaube ich, einfach aus Safetyness und weil ich mir doch vorstellen könnte, wenn man 100 Jahre zurückreist mit dem Wissen, welches man momentan hat, könnte man schon ein cooles Leben leben. Man müsste natürlich besonders als Frau ein bisschen... viele Rechte abgeben. Ja. Ja, ist halt echt so. Und du kannst super viel nicht mehr nutzen. Was würdest du jetzt vermissen? Gerade, was du jetzt so viel nutzen kannst. Streaming, Handy. Vielleicht würde ich das Handy gar nicht vermissen, aber das Stream. Navigationssysteme. Warum sollte irgendwer auf dich hören, gerade als Frau? Du müsstest dir einen Mann suchen, der halt intelligenter ist oder der Zeit voraus. Marie Curie hatte ja auch einen wundervollen Mann. Also es waren nicht alle Männer scheiße. Glaube, ich wähle trotzdem zurück. Bleib bei Zukunft. Das glaube ich, das Erste, wo wir uns noch nicht einigen. Also, das stimmt, das ist die erste Frage, wo wir nicht dasselbe nehmen. Ja. Auch interessant. Dann würde ich sagen, nehmen wir die letzte Frage rein. Würdest du eher dumm und glücklich sein oder intelligent, aber ein Asshole? So, ich denke mir immer so, oh, es wäre doch so schön, dumm oder dümmer zu sein, als denk viele, ich mir mit auch denen voll du oft dich unterhältst. Aber trotzdem würde ich sehe das so traurig von oben, also von oben herab aus. Dass wir, intelligent wäre halt cooler, aber ein Arschloch zu sein, du bist halt einsam und weißt das. Intelligent bist, mögen dich die Leute nicht, weil du sehr viel auch wahrscheinlich negativ siehst, weil du ja die Probleme der Welt nicht einfach so naiv wegschnacken kannst. Ich glaube, der Punkt an Intelligenz ist, man sieht halt sehr viele Dinge, die vielleicht andere gut ausblenden können. Ja. Welthunger, Weltkriege, unfaire Verhältnisse und, und. Ich finde SpongeBob ist so ein geiles Beispiel. Er ist einfach naiv, aber super happy. Ja, er ist so glücklich. Mit der Patrick.
Ja, oder Patrick, genau. Die sind so glücklich mit ihrer Welt. Ja. Und irgendwo wäre das doch schon cool, einfach mal quasi so mit geschlossenen Augen durch die Welt zu rennen und einfach nur glücklich zu sein, sich zu denken, alles ist sau cool, I love it. Ich scheiß auf Sklavenarbeit und. Also dieses Ganze, es nicht zu wissen, nicht das zu verdrängen, sondern es einfach nicht zu wissen. Guck mal, wenn du schon bei dumm und glücklich bist, dann weiß man es ja nicht, was man hätte haben können. Ich nehme dumm und glücklich. Da wird sich nicht viel ändern. Ich würde nicht von mir sagen, dass ich so dumm bin, aber ich finde es lustig, darüber Witze zu machen. Aber ich wäre schon gerne auch intelligent. Ja, aber wenn du dumm bist, weißt du es ja nicht. Also, das stimmt. Dankeschön. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Tschüssi. Ciao, ciao. Ja.